Und Resultat war, dass er den Wettkampf gewonnen hat. Auch bei ihm sieht man natürlich, wie schnell es gehen kann, auch während einer Saison, dass man dann doch schon ein bisschen in den Strudel reinkommt, wo man eben nicht mehr mit so richtig mithalten kann. Ryoyu Kobayashi hat er sich nochmal vorne mit rein mogeln. Volle Attacke. Oh ja, aber heute hier passt, ja. Hier geht's hat er die auf. Möglichkeit, mal wieder ganz oben zu stehen. Das ist aber dann... Und dann ist natürlich beim Schiefliegen bei ihm mit allem zu rechnen. Ja, sag ich dir ganz ehrlich, dass es schanzenspezifisch ist hier. Auch hier ist es natürlich schon voll an der Grenze. Also der Ski noch ein Grad weniger. Und dann spürt er den nicht mehr am Fuß. Ja. Er führt vor Piotr Schür mit 3,1 Punkten. Setzt sich damit an Rang 2 fest in der Royal Gesamtführung.